Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch mal, womit ich immer ausreiten gehe. Also ich hasse das im Sommer, wenn du ein T-Shirt anhast, wo keine Taschen dran sind und du aber dein Handy mitnehmen musst, weil ich es immer ziemlich doof finde, ohne Handy ausreiten zu gehen. Es kann ja immer mal was passieren. So, und deswegen habe ich mir dann irgendwann dieses Sportarmband hier gekauft. Ja, das ist natürlich standardgemäß rosa. Sieht jetzt ein bisschen dreckig aus, aber eigentlich ist es so richtig schönes, knalliges Rosa. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja, hier ist super. So sieht das dann aus. Ja, das macht man sich dann um den Arm rum. Und dann kommt da eben das Handy rein. Das ist mein Handy. Auch rosa. Das ist das iPhone 6 Plus, also auch ein bisschen größer, wie man so sieht. Und mir war es halt wichtig, dass mein Handy auf jeden Fall in die Tasche passt. Und ja, deswegen muss es halt auch eine große Tasche sein. Und hier ist das eben so, ich probiere das jetzt mal mit einer Hand. So, da hast du hier hinten dann den Schlitz, wo es rein muss. Und das probiere ich jetzt mal. Gucken, dass es auch richtig rum ist. Normalerweise brauche ich da zwei Hände für, aber ich muss da mit der einen die Kamera halten. Geht doch so. Helfe ich mal ein bisschen nach. So. Dann kann man hier oben auch noch die Lasche umklappen. So. Bisschen ruckeln. Und dann ist das Handy von hinten gut verschlossen. So, man kann da nämlich trotzdem noch hier ganz gut tippen. Ja, auf jeden Fall kommt es dann um den Arm rum. Und das zeige ich euch auch mal sofort. Ich binde es mir mal eben gerade um. So. So sieht das gute Stück dann am Arm aus. Es ist halt schon groß, das Handy. Aber das liegt ja nicht an der Tasche, dass die Tasche irgendwie schlecht ist. Das liegt ja einfach daran, dass ich so ein mega großes Handy habe. Deswegen nimmt es auch fast meinen Unterarm ein. Aber wie ihr seht, Paraden geben kann ich trotzdem noch. Und es fühlt sich auch nicht unbequem an. Also ich kann damit locker gut ausreiten gehen. Ich kann damit sogar mal bei uns auf den Platz gehen. Und ein bisschen springen. Dressur reite ich damit ungern. Ich weiß nicht warum, aber das mache ich einfach nicht so gerne. Aber da braucht man es ja auch eigentlich nicht. Ja. Also ich finde die Tasche super. Sie hat mir schon also gute Dienste erwiesen. Sie ist ein ständiger Begleiter beim Ausreiten geworden. Und eben auch auf dem Platz ab und zu. Ja, hier unten ist dann sogar noch so ein kleiner Schlitz für Kopfhörer, falls man mal vielleicht joggen geht und dabei Musik hören möchte. Es ist halt eigentlich ein Sportarmband und kein reines Reitarmband. Aber ich fand es trotzdem schön und deswegen musste es einfach... Oh, das war die Katze. Deswegen musste es einfach bei mir einziehen. Ja, dann mache ich es nochmal ab. So, ich habe es nochmal ausgezogen, abgemacht. Und nenne euch jetzt nochmal so ein paar Eckdaten. So, das ist ein Sportarmband. Das ist auch als Sportarmband hier ausgeschrieben. Das steht so in der Verkaufsbeschreibung. Hier hinten hat es einen Klettverschluss. Ne? Damit kann man dann auch die Größe einstellen, je nachdem, wie dick oder wie dünn der Arm ist. Man kann es sich eben auch im Oberarm machen, beim Joggen oder so. Dann hat es hier oben die Lasche, wo das Handy reinkommt. Und hier unten eben so ein freies Fältchen für Kopfhörer. Ja, eine Folie ist drauf. Man kann trotzdem gut damit agieren. Also ich bin super zufrieden und ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen, der öfters ausreiten geht und im Sommer nicht weiß, wohin mit seinem Handy. Diese Hüllen gibt es auch in allen Größen. Das ist wie gesagt ein iPhone 6, das ist sehr groß. Ich meine, das hat 6,4 Zoll oder so. Manche Handys sind ja auch kleiner, andere sind vielleicht noch größer. Guckt einfach mal, ihr findet bestimmt auch die passende Tasche für euch. Die gibt es auch noch in verschiedenen Farben. Meine ist jetzt von Amazon. Ich habe da einfach Sportarmband Pink eingegeben. Ich schau mal, ich kann euch ja den Link vielleicht in die Infobox schreiben, wenn ich ihn nochmal finde. Ansonsten war es das soweit von mir. Bis zum nächsten Mal.